Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Heute geht es mal um ein Thema, was bisher auf unserem Kanal etwas weniger behandelt wurde, nämlich das Thema Investieren in Anleihen. Gerade wenn es um das Thema Investieren des risikofreien Teils geht, also oder des risikoarmen Teils, bieten sich ja Investitionen in Staatsanleihen an. Und ja, da wir das bisher nicht so viel behandelt haben, habe ich mir heute mal einen Experten eingeladen, und zwar Philipp. Philipp ist ein ehemaliger Studienfreund von mir, arbeitet jetzt in diesem Bereich. Und von daher freue ich mich, dich heute hier bei uns in Berlin begrüßen zu dürfen. Hi Thomas, hi Finanzfluss-Community. Genau. Philipp, sag uns doch mal kurz, was du machst. Du arbeitest bei einem großen Fondsanbieter in Deutschland. Korrekt, ich arbeite für einen der größten Asset Manager hier in Deutschland und bin da im Bereich Kreditrisiko tätig. Also ich kümmere mich um die Kreditrisiken, die, wie du in der Introduction ja gesagt hast, die aus Anleihen entstehen. Das können einerseits Staatsanleihen sein, aber eben auch Unternehmensanleihen. Okay, und Credit Risk, also wenn ich das jetzt so höre, also als Privatanleger, so hat das jetzt nichts mit einem normalen Kredit zu tun, sondern es geht tatsächlich dann um große Kredite, sprich Anleihen. Korrekt, es geht im Endeffekt, eigentlich kann man einen Kredit und eine Anleihe ziemlich gut miteinander vergleichen, nur dass eben eine Anleihe sich über mehrere Anleger verteilt. Ein Kredit ist ja in der Regel, man geht zu einer Bank und sagt, hey, ich möchte mir ein Haus kaufen, und bekomme dann einen Kredit von einer Bank. Und eine Anleihe, da geht es dann eben darum, ein Unternehmen oder ein Staat geht an den Markt und sagt, hey, wir wollen 500 Millionen Euro aufnehmen, und diese Summe kann nun mal nicht ein Anleger stemmen. Natürlich, also er könnte es. Ja, deine Bank, sie könnten es schon stemmen, aber wie so oft, es geht ja auch immer um das Thema Risikodiversifikation. Und das kann ich eben mit einer Anleihe sehr, sehr gut erreichen. Das super Interessante ist, dass der Anleihemarkt an sich ja viel größer ist als der Aktienmarkt, ne? Korrekt, ja. Also er ist deutlich größer, und das hat sich gerade in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr massiv weiterentwickelt, was einerseits daraus resultiert, dass wir eben ja eine sehr, sehr expansive Geldpolitik haben und vermehrt eben Staatsanleihen emittiert werden, gerade jetzt zur Zeit. Zu Corona-Zeiten. Korrekt, zu Corona-Zeiten, mal so als Beispiel, die Bundesrepublik Deutschland, die hatte so im Dezember 2019 geplant, für ihren Bundeshaushalt Etat wird im Jahr 2020 werden Anleihen im Umfang von 200 Milliarden Euro emittiert. Und nachdem die Corona-Krise ja im März im Endeffekt in Europa voll durchgeschlagen ist und diverse Hilfszahlungen eben auf den Weg gegeben wurden, ist relativ schnell ein Nachtraghaushalt beschlossen worden. Und Das bedeutet Neuverschuldung. Korrekt, das bedeutet Neuverschuldung. Es betrifft ja auch nicht nur Deutschland, sondern es ist weltweit, sind ja Maßnahmen getroffen worden. Und so am Beispiel Deutschland nochmal, wahrscheinlich wird es einfach so auf eine Zahl von 400 Milliarden Euro rauskommen. Ja. Okay, krass. Aber du bist ja jetzt kein Fondsmanager im klassischen Sinn. Das heißt, du betreust ja jetzt nicht einen Anleihenfonds, sondern du supervisest das quasi. Also du. Korrekt. Richtig? Okay, und das heißt, wer sind dann so die Fondsmanager, oder was habt ihr dann so für Fonds, in die man da investieren kann? Also was ist da so üblicherweise das Produktangebot? Ja, wir haben rein klassische Fonds, die nur in Staatsanleihen investieren, aber ja, wie du vielleicht auch in anderen Videos ja schon mal angesprochen hattest, mit die Renditen bzw. der Zins ist ja immer geringer geworden in den letzten Jahren, und teilweise rentieren ja auch Staatsanleihen negativ, Unternehmensanleihen rentieren auch negativ, gerade eben im kurzen Laufzeitenbereich. Okay, also zum Beispiel in Deutschland ist sogar auch teilweise die Rendite bis zu 10 Jahren für Staatsanleihen ist negativ. Ja. Und, aber auch bei Unternehmen, das ist ja krass. Auch bei Unternehmen, ja. Welche hast du da Namen im Kopf? Oder? Ja, beispielsweise eine Nestle, also ein sehr, sehr großer Konsumgüterkonzern aus Europa oder aus der Schweiz kommt dieser Konzern. Bekannt für guten Kaffee oder gute Schokolade oder eben. Und auch etwas kontrovers bezüglich Spekulation mit Wasser? Natürlich, oder sei es eben einfach um den Zusatzstoff Palmöl in Schokolade oder sonstigen Produkten. Ja, okay. Und das heißt, du leihst Nestle Geld und kriegst weniger zurück, als du den geliehen hast, wie wenn du in deutsche Staatsanleihen investierst. Korrekt, das ist eigentlich, aber es geht im Endeffekt nur darum, wo bekomme ich Sicherheit für mein Geld? Mhm. Also ich leihe etwas, um es einfach nochmal so plastisch darzustellen. Ich sage am Anfang, ich gebe Nestle 1.000 Euro über 5 Jahre hinweg, und Nestle sagt, ja, aufgrund der Bedingungen, die eben einfach aktuell am Markt herrschen, sind die Leute durchaus bereit, 995 Euro beispielsweise nach 5 Jahren zurückzubekommen. Okay, krass. Und die Leute sind darüber froh, dass sie eben 995 Euro zurückbekommen, und sie könnten ja auch noch weniger zurückbekommen, beziehungsweise es ist eben einfach unklar. Hm. Bevor wir jetzt weiter in das Thema reingehen, vielleicht noch mal ganz kurz. Du hast es ja quasi implizit schon gesagt. Es gibt ja 2 große Kategorien von Anleihen, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen. Vielleicht,
rudern wir nochmal einen Schritt zurück. Wie funktioniert denn das Ganze? Also wenn jetzt so ein Staat, wie jetzt die Bundesrepublik Deutschland, hast du gesagt, 200 bis 400 Milliarden Euro Neuverschuldung. Wie funktioniert das denn? Also wie sammeln die das Geld ein und wie landet das später in der Haushaltskasse und wer investiert auch da rein? Ja, der Prozess an sich ist sehr, sehr institutionalisiert. Also es ist dadurch, dass ja die Bundesrepublik Deutschland jedes Jahr diesen Prozess schon vollzieht und begibt, die sie eben regelmäßig Anleihen. Und dafür zuständig ist hier in Deutschland die Deutsche Finanzagentur. Die hat eine sehr, sehr gute Homepage. Gibt es auch jede Menge Tutorials drauf, um einfach ein bisschen den Privatanleger das Ganze auch ein bisschen näher zu bringen. Und sie geben regelmäßig, hat ja kurz angedeutet, einen Plan heraus, wie viel Geld sie aufnehmen werden und über was für verschiedene Laufzeiten. Ja? Mhm. Und in der Regel fokussiert sich in Deutschland alles ein bisschen auf einen längeren Laufzeitenbereich hinaus, so ab 5 Jahre und mehr. Mhm. Also es gibt, wenn ich jetzt schon gerade über das Thema Laufzeiten spreche, es gibt auch den kürzeren Laufzeitenbereich, das fängt im Monatsbereich an. Und das sind sogenannte Geldmarktinstrumente und alles, was eben ein bisschen eine mittelfristige oder längere Laufzeit hat, das geht bis zu 30 Jahre bei uns hier in Deutschland. Okay, krass. Aber in Europa sind durchaus auch längere Laufzeiten möglich. Ich glaube, die Briten haben sogar lebenslange Anleihen teilweise, ne? Also nicht mehr neu herausgegeben, aber die zirkulieren noch. Ja, genau, die zirkulieren noch. Ich glaube, das sind, ich nenne sie Relikte aus anderen Zeiten, oder aus früheren Zeiten. Aber durchaus ist es auch immer wieder möglich, dass wir Staaten sehen, die eben 100-jährige Anleihen begeben. Mhm. Also wirklich die Vorstellung 100 Jahre Laufzeit. Mhm, das ist schon interessant. Ich meine, wenn du in der Hochzinsphase das Ganze rausgibst, ne, und dann hast du diese Papiere mit, keine Ahnung, 6-7% Rendite oder wie viel kriegst du da? Sowas in der Richtung. Und wenn du dann ein ganzes Leben lang kriegst, ist ja nicht schlecht. Aber vielleicht nochmal zurück, du hast von diesen Geldmarktfonds gesprochen. Emittiert das auch die Bundesrepublik Deutschland? Also emittiert die auch 3-6 Monate Laufzeiten? Ja, das emittiert sie auch. Ja. Okay, krass. Und sie sind da sehr, wie gesagt, institutionalisiert und sie gehen damit regelmäßig an den Markt. Also sie geben einen Kalender hinaus und dadurch kann man eben relativ klar auch immer sehen, wenn sie jetzt beispielsweise sagen, hier Anfang des Monats bringen wir immer Mittwoch, bringen wir die 10-Jährige hinaus oder sie geben aber auch immer ein klares quartalsmäßiges Update. Und das wird pro Woche gemacht? Also jede Woche gibt es Emissionen? Ja, pro Woche oder eben einfach, wie gesagt, sie geben einen Kalender hinaus und der ist schon relativ klar auch strukturiert, weil sie natürlich auch den Anlegern die Chance geben wollen, sich hier im Rahmen ihrer Portfolien klar aufzustellen und auch eben eine Struktur zu schaffen. Okay. Ja. Und du hast eben gesagt, es gibt die Webseite, wo Privatanleger sich informieren können, aber Privatanleger sind ja jetzt nicht so die Hauptzielgruppe, ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass Privatanleger in Deutschland 200 bis 400 Milliarden Euro stemmen können, oder? Nee, natürlich, die können sie, wobei doch, ich glaube vom Geldvermögen her, Es könnte es gehen. Fraglich ist natürlich nur, inwieweit das klappt, beziehungsweise eben, die Rendite ist ja negativ. Ist im sehr, sehr großen Bereich negativ. Und es bleibt einem im Endeffekt durch den sehr, sehr geringen Rendite bleibt oder Coupon bleibt eben dann auch noch kaum was übrig. Und es funktioniert dahingehend eben so, es gibt eben sehr, sehr viele Fonds, die gezwungen sind, in Staatsanleihen zu investieren. Da spreche ich einerseits von Fonds, die aus Lebensversicherungen sich speisen oder eben institutionelle Anleger, die eben klare Richtlinien haben, sei es Notenbanken weltweit, die einfach sagen, okay, ich muss einen gewissen Prozentsatz meiner Notenbankenreserven, muss ich oder will ich nach festgelegten Statuten, will ich eben einfach in AAA-Material investieren. Und da bleibt nun mal weltweit gesehen leider Gottes nicht mehr viel übrig. Da sind einerseits die USA oder Deutschland ist ein Kandidat. USA jetzt nicht mehr, ne? Die sind jetzt AAA, oder? Weiß ich nicht mehr auswendig. Ja. Und die Schweiz ist beispielsweise noch ein Kandidat. Ich glaube Luxemburg auch noch, Liechtenstein. Wir haben es vor kurzem mal recherchiert. Und die Niederlande und Dänemark, aber die sind nicht euronominiert. Ja, und die Schweiz, aber gut, da können wir Schweiz, ist auch was anderes. Und aber als Privatanleger, vielleicht nur mal zum Verständnis, als Privatanleger habe ich ja die Option zu sagen, ich investiere gar nicht. Also ich behalte mein Geld irgendwie in Cash oder lasse es im Girokonto liegen oder Tagesgeld oder was auch immer. Aber das ist ja genau die Option, die ein institutioneller Anleger nicht hat. Also ein Lebensversicherer kann ja jetzt nicht sagen, ich lasse 100 Millionen auf dem Konto liegen. Das wird ihm ja keine Bank abnehmen. Ne? Ja. Und daher kommt dann dieser Druck zu sagen, ich muss jetzt investieren, auch wenn ich einen negative Rendite habe. Genau, also es läuft dann so ab, die Bundesrepublik sagt, okay, wir wollen jetzt hier im 10-Jahres-Bereich, wollen wir heute 10 Milliarden emittieren und über die Finanzagentur wird das Ganze arrangiert. Und sie ruft diverse Banken an, beziehungsweise sie hat natürlich auch ihre Kontakte über die Jahre hinweg und gibt das frei. Gebote können dort eingehen und es heißt dann eben auch darum,
Früher war das ein bisschen mehr, du hast gerade eben die Privatanleger angesprochen, dass es eben auch einfach mehr die Möglichkeit gab, für Privatkunden das zu machen, weil es natürlich aber auch viel, viel attraktiver war, als wir uns in einem bisschen höheren Zinsniveau befunden haben, wo es dann eben auch um, ja, ich sage jetzt mal 5% ging. Und da gab es natürlich dann auch viel größere Nachfrage seitens Privatanleger. Und was ist so die Stückelung? Also wie viel Euro muss ich in die Hand nehmen, um mal so eine Anleihe zu kriegen? Also in der Regel sind das, wenn wir jetzt hier von Staatsanleihen sprechen, geht es eigentlich um 1.000 Euro. Also 1.000 Euro ist, wie du gerade gesagt hast, die Stückelung, also der Nominalbetrag oder der Nennwert. Und es gibt aber auch durchaus Staatsanleihen, die ab einem Cent möglich sind zu investieren. Welche sind das? Ja, Venezuela oder? Nein, ich meine jetzt schon natürlich der. Aus dem europäischen Bereich gibt es durchaus Staaten, die eben eine Stückelung schon bereits ab einem Cent möglich machen. Und wer weiß, was die Bundesrepublik machen wird, wenn sie jetzt dann. Wenn es keiner mehr abnimmt. Ja, oder wenn es dann jetzt im September den ersten Green Bond seitens der Finanzagentur preisgegeben wird und den sie emittieren wird, weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da natürlich auch probiert wird, in einer Publicity-Aktion ein bisschen nicht nur institutionelle Anleger zu versorgen, sondern eben auch den privaten Kunden ein bisschen mehr mitzunehmen bei diesem. Green Bond ist ein gutes Thema, müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Vorher hätte ich nochmal eine Frage, um nochmal im Bereich Staatsanleihen zu bleiben, weil es gibt ja jetzt immer, oder es gab ja auch, glaube ich, zu Finanzkrisenzeiten schon das Thema Eurobonds. Die sind jetzt nochmal neu auf den Tisch gekommen mit Corona-Bonds. Jetzt gibt es sogar schon eine gewisse Vergemeinschaftlichung der Schulden auf europäischem Niveau. Was ist denn das genau? Also was kann ich mir darunter vorstellen? Warum ist es so polemisch? Ja, das Interessante ist natürlich, was wir hier in Europa seit der Finanzkrise haben oder auch dann seit die Euro-Krise, die sich im Nachgang dann aus der oder knapp 2 Jahre nach der Finanzkrise, die sich entwickelt hat. Das Problem natürlich, dass wir sehen, dass Staaten innerhalb von Europa eine sehr, sehr unterschiedliche Verschuldung haben. Sie sind von Industriezweigen her ganz unterschiedlich aufgebaut. Sie haben ein unterschiedliches Sozialsystem und sie haben vielleicht auch eine Infrastruktur, die einfach viel, viel mehr Investitionen benötigt, weil eben früher weniger gemacht wurde. Und eben Verhältnisse, die es einfach, sei es von politischer Natur her, so noch gar nicht gegeben waren, wie sie vielleicht jetzt hier bei uns in Deutschland schon ab nach dem Zweiten Weltkrieg vorhanden waren. Und eine Vergemeinschaftung an sich gibt es jetzt eigentlich, oder gibt es nicht. Aber es ist natürlich immer wieder die Frage, was wir jetzt zu Zeiten von Corona gesehen haben, weil Italien oder Spanien oder Frankreich beispielsweise war ja auch sehr, sehr stark betroffen, leider Gottes durch die Corona-Pandemie. Und diese Staaten haben natürlich wirtschaftlich sehr stark gelitten. Also heißt, da ist der Konsum zusammengebrochen, die wirtschaftliche Aktivität, der Export von Waren in andere Länder ist einfach, aber es ist ja im Endeffekt auch, man liest ja immer wieder, es ist die schlimmste Krise, die wir im Endeffekt seit dem Zweiten Weltkrieg sehen. Der wirtschaftliche Einbruch ist massiv. Und diese Länder sagen natürlich auch nichts zu Unrecht. Wir befinden uns hier in der Europäischen Union. Wir brauchen Hilfe, um alles eben wieder aufzubauen. Und es wird ja auch immer wieder über den Wiederaufbaufonds gesprochen. Jetzt am Wochenende haben wir den EU-Gipfel, bei dem unter anderem auch dieses Thema auf dem Tisch ist. Und wie funktioniert dann dieses Konzept? Also du hast ja gesagt, es gibt diese spezielle Agentur, die Deutschland-Bonds oder Deutschland-Anleihen rausgeben. Wie würde sowas dann auf europäisch, also die Idee von so einem Euro-Bond oder Corona-Bond oder wie auch immer man das nennt, ist, dass nicht Deutschland der Herausgeber ist, sondern alle europäischen Länder zusammen irgendwie, ne? Genau, irgendwie über die, sei es über eine europäische Institution, sei es über den EFSF, ja, genau. Was wir ja gesehen hatten im Rahmen von Griechenland, als wir dort den Schuldenschnitt gesehen haben, die dann eben im Rahmen des Schuldenschnitts eben auch Bonds begeben hatten. Und die EZB könnte das auch sein, oder? Na, glaube ich jetzt weniger, dass die EZB eine Anleihe begibt. Ich glaube, das ist auch rechtlich ja immer alles sehr, sehr umstritten. Wir haben ja aktuell noch aufgrund der Unsicherheit des Bundesverfassungsgerichtsurteils zum Kaufprogramm im Rahmen der Corona-Pandemie durchaus noch ein kontroverses Thema ausstehend. Aber da wird es hoffentlich bald eine Lösung geben, nicht dass eben das Eurosystem vielleicht wieder mal angezählt wird oder daran jetzt. Ich hatte in einem Livestream mal gesagt, dass ich pro Eurobonds bin. Habe ich mal so gesagt, quasi so im Vorbeigehen. Einfach mal so, genau, weil ich halt Europäer bin aus Überzeugung. Ja, klar. Und habe dafür auch ziemlich viele negative Kommentare kassiert oder so ein paar Daumen runter oder was auch immer. Und von daher meine Frage, wie stehst du zum Thema?
Und warum? Also eine spontane Antwort habe ich hier nicht. Okay. Doch, natürlich habe ich eine spontane Antwort. Also ich würde einen Mittelweg wählen. Ich meine, eins ist klar, wir können nicht sagen, wir hier in Deutschland, uns ist egal, was um uns drumherum passiert. Ich meine, wir sind abhängig von, oder wir in der Europäischen Union, wir sind alle ein bisschen voneinander abhängig. Ja. Mhm. Natürlich sind wir jetzt nicht von jedem Land gleichzeitig oder gleich viel abhängig, sondern es bestehen eben Beziehungen zu diversen Ländern. Aber das Problem ist natürlich, wir haben eine Gemeinschaftswährung seit jetzt schon bald 20 Jahren. Und ich finde es leichtfertig aufs Spiel gesetzt zu sagen, nein, wir wollen das nicht. Und die Staaten sollen doch jetzt einfach mal sparen. Sie sollen ihre Sozialsysteme zusammenstreichen oder sie sollen mal ihr Steuersystem reformieren. Natürlich, da gibt es sehr, sehr viel zu tun. Aber ich glaube, es braucht einfach einen längeren Weg. Und es gibt natürlich immer wieder Skeptiker, die ja wahrscheinlich auch bei dir den Daumen runter gedrückt haben oder eben hingehalten haben. Und es ist auf jeden Fall eine absolut geniale Idee. Ja, im Rahmen des Studiums hatten wir ja beide ein Auslandssemester. Wir sind beide ein wenig rumgekommen. Außerhalb von Europa haben wir beide. Außerhalb von Europa. Und ja, ich meine, es gab durchaus Länder, in denen ich mich zum Beispiel aufgehalten hatte, wo es durchaus einfach die Leute sagen, hey, wenn man in Europa ist, ist es total cool. Ich bin in Spanien, ich bin in Italien oder ich bin mal in Slowenien. Oder ich bin in Frankreich und dann bin ich in Deutschland und ich kann überall mit der gleichen Währung bezahlen. Also das ist schon was ziemlich, oder es ist einzigartig auf der Welt. Und ich meine, natürlich mit dem Dollar kann man auch immer irgendwie überall bezahlen. Aber es ist natürlich dann schwierig mit der Umrechnung und dann gibt es noch eine einheimische Währung. Also es gibt in dem Sinn keine Parallelwährung, aber es hat schon sehr, sehr viele Vorteile. Und ich denke, diese Vorteile sollten wir einfach nicht leichtfertig aufgeben. Und aufgrund Corona hat man ja auch sehr gut gesehen, einfach, dass es führt kein Weg dran vorbei, dass eben ja Aktion ist gefordert, Neuverschuldung ist gefordert, um eben gegen das Problem anzukämpfen oder gegen die Krise anzukämpfen. Und dadurch erreicht man dann eben auch was. Und das denke ich eben auch, dass man dann am Wiederaufbaufonds, der ja vielleicht kriegt er noch einen anderen Namen, dass man sich daran beteiligen muss, um eben einfach die Europäische Union zusammenzuhalten. Aber ja, meine Frage ist, also mit dieser ganzen Verschuldung und den 400 Milliarden in Deutschland und die anderen Länder müssen sich ja genauso verschulden, ich weiß jetzt nicht, wie groß das Gesamtpaket in Europa ist, aber gibt es dafür denn genug Abnehmer? Also die Privatanleger sind es ja nicht, haben wir darüber gesprochen, sind institutionelle Anleger, aber irgendwann haben doch mal alle Lebensversicherer, alle Fonds investiert oder gibt es... Wo kommt denn das Geld her irgendwie so? Da hat sich das Bild ein bisschen gewandelt oder gewendet, weil wir natürlich die Notenbanken, also gerade in Europa die EZB eben sehen, die den Auftrag an die nationalen Notenbanken verteilt hat, zu sagen, hey, ihr kauft im Rahmen von Aufkaufprogrammen, die jetzt ja schon auch seit einigen Jahren laufen, die auch teilweise wieder zurückgenommen wurden, weil eben gesehen wurde, okay, die Probleme, die wir jetzt beispielsweise 2014 noch hatten oder 2015, die haben sich wieder ein bisschen zurückgebildet. Ja, das Ankaufprogramm wurde reduziert und wir befanden uns eigentlich auch auf einem ziemlich guten Weg, um mal ein bisschen wieder aus dieser Nullzins- bzw. Negativzinspolitik der EZB rauszukommen. Aber ja, die Corona-Pandemie oder die Covid-19-Probleme sind hier eben einfach... Haben es nochmal beschleunigt oder haben es wieder kaputt gemacht quasi. Genau, sie haben einfach es wieder kaputt gemacht und deswegen hat die EZB dann eben einfach mal ein Notfallkaufprogramm mit dem Namen PEP aufgelegt. Und da ging es einfach mal um 750 Milliarden, die die EZB über ein Jahr hinweg oder bis Ende des Jahres im Endeffekt in das System pumpt, ja, indem sie Staatsanleihen aufkauft, aber eben auch Unternehmensanleihen. Wenn man dann sieht im Emissionsprozess, wenn Unternehmensanleihen herausgegeben werden, tritt eben auch die Notenbank als Käufer auf. Ah ja, okay, verstehe ich. Das heißt, die Notenbank kann dann quasi direkt, also wenn jetzt, Deutschland ist ja wahrscheinlich kein Problem, also die werden ihre Anleihen vermutlich immer los, weiß ich jetzt nicht, oder in den meisten Fällen vermutlich. Bei anderen Ländern, die jetzt weniger gute Bonität haben, vielleicht ein bisschen weniger. Und da kann dann die EZB direkt hingehen und das beim Emissionsprozess direkt kaufen. Genau, also es ist aufgeschlüsselt nach einem Kapitalschlüssel, den wir innerhalb der Notenbanken haben. Und vermehrt sieht man das, oder hat man es jetzt gerade in der Corona-Pandemie gesehen, weil natürlich Länder wie Italien angezählt wurden vom Kapitalmarkt, weil man natürlich gedacht hat, okay, Italien hat sehr, sehr viele Corona-Infizierte, dann haben sie das Problem. Sie haben leider Gottes auch sehr, sehr viele Corona-Tote gehabt. Das medizinische. Sie hatten einen längeren Shutdown, weil die angefangen haben früher mit dem Shutdown. Genau, sie hatten einen sehr, sehr rigorosen Shutdown. Die Leute durften ja gar nicht raus. Wir in Deutschland sind ja da in gewisser Weise noch
verwöhnt gewesen. Und aufgrund dessen ist eben auch die Rendite, die wir gesehen haben, von italienischen Staatsanleihen höher gewesen. Und Rendite heißt in Bezug darauf, der Kurs einer Anleihe fällt und ein fester Coupon, ein Zinssatz, der an eine Anleihe, an eine Anleihe gebunden ist, der ist eben fix. Und so bewegt sich, so entwickelt sich dann eben eine Rendite. Okay. Und das gerade während der Corona-Zeit, das heißt, die Zinssätze für italienische Staatsanleihen sind gestiegen. Genau, die Renditen sind gestiegen. Die Renditen sind gestiegen, genau. Und das heißt, die Kurse sind gefallen. Das ist so ein bisschen das Kontraintuitive bei Anleihen, ja. Genau, das ist so das Kontra. Intuitive. Also die Kurse fallen. Vice versa im Endeffekt. Genau. Also dadurch kann man ja vielleicht ganz einfach erklären, wenn jetzt, ich gebe eine Anleihe raus für 100 und die fällt jetzt und die zahlt mir irgendeinen Coupon von, keine Ahnung, sagen wir 10% oder einfach, um es einfach zu rechnen, ja. Das heißt, jedes Jahr kann ich mit 10 Euro rechnen. Und wenn die jetzt aber fällt am Aktienmarkt von 100 auf 50, dann zahlt ihr immer noch weiter diesen 10er Coupon, aber dadurch habe ich ja quasi meine Auszahlung runtergerechnet aufs Kapital verdoppelt. Genau, weil ich bekomme am Ende der Laufzeit garantiert eben meine 100 zurück und mache eben noch einen Kursgewinn zusätzlich zum Zinssatz, den ich in der Regel bei einer Anleihe eben jährlich bekomme. Genau, ja. Okay. Vielleicht, ja, sind wir jetzt noch gar nicht so drauf eingegangen, wie sich so eine Anleihe zusammensetzt. Willst du das vielleicht noch mal kurz erklären, was da so die Faktoren sind? Weil Anleihe-Bepricing oder investieren in Anleihen ist ja ein bisschen wenig, also finde ich persönlich komplizierter als jetzt Aktien, weil bei Aktien schaust du dir nur das Unternehmen an und dann hast du einen Kurs und der geht hoch oder runter. Mhm. Da gibt es jetzt nicht so viele Faktoren, die da so eine Rolle spielen. Bei Anleihen ist es noch mal ein bisschen anders, ne? Ja, bei Anleihen ist es ein bisschen anders. Bei einer Aktie ist es im Endeffekt so, ja, ich bin am Wohlergehen oder ich bin direkt an einem Unternehmen beteiligt und es geht auf und ab. Und bei einer Anleihe ist das ein bisschen weniger volatil. Und ich bin natürlich da auch am Wohlergehen eines Unternehmens oder eines Emittenten, sagt man. Also jeder, der eine Anleihe hinausgibt, ist ein Emittent. Bin ich daran beteiligt. Und das sieht man dann eben anhand dieser Kursentwicklung. Und bei Anleihen geht es dann im Endeffekt darum, natürlich habe ich ein Zinsänderungsrisiko, weil ich habe einen festgeschriebenen Zinssatz. Und beispielsweise habe ich dann auch noch ein Liquiditätsrisiko, weil ich natürlich eben auch immer die Chance haben muss, dass mir jemand meine Anleihe abnimmt, die ich habe. Das ist ein bisschen das Problem bei Anleihen, weil Aktien sind, sagt man einfach, oder Aktien ist einfach ein viel, viel liquideres Instrument zum Handeln. Ja? Ach so, okay. Und je nachdem, in was für einer Währung dann noch Anleihen emittiert sind, sei es Euro, sei es eben US-Dollar oder sei es Schweizer Franken oder japanische Yen, das sind die gängigen oder die großen Währungen oder das heißt das britische Pfund, habe ich natürlich auch noch ein zusätzliches Währungsrisiko. Genau. Und zur Ausgestaltung im Endeffekt ist wichtig der Zinssatz, dann die Laufzeit, nicht zu wechseln mit der Restlaufzeit. Die Restlaufzeit, ganz kurz, beschreibt im Endeffekt, wenn wir einen 10-jährigen Bond haben, heißt das jetzt nicht im Endeffekt, okay, klar, wenn er heute begeben wurde, ist die Laufzeit 10 Jahre und dann ist die Restlaufzeit auch 10 Jahre. Morgen würden wir dann aber sagen, okay, die Restlaufzeit ist jetzt 9 Jahre und 364 Tage. Also es nimmt ab und zusätzlich, du hattest vorhin kurz den Begriff Stückelung angesprochen, also der Nominalbetrag, ab was für einen Betrag es eben möglich ist, in die Anleihe zu investieren. Und der kann von, ich hatte kurz angesprochen, oder wir hatten gesprochen, 1 Cent. Und das geht bis, ich glaube, 200.000, würde ich jetzt mal sagen, ist so ein Betrag, den man eben auch sehr, sehr häufig sieht. Und bei Staatsanleihen oder auch bei Unternehmen? Nein, ja, bei Staatsanleihen sieht man das auch manchmal, aber nicht überwiegend, sondern das sieht man überwiegend eigentlich bei Unternehmensanleihen. Da man hier einfach eben dann auch sagt, gerade bei Unternehmensanleihen, die ein bisschen spezieller strukturiert sind, ich denke, das spielt so ein bisschen mit, weil man auch einfach nicht haben möchte, dass Privatanleger dabei sind. Natürlich könnte auch Privatanleger gerne dabei sein, aber die Frage ist natürlich immer so ein bisschen, wenn jetzt einer dabei ist, okay, wenn jetzt sein Vermögen 300.000 Euro sind und er investiert mit 200.000 Euro in eine Unternehmensanleihe. In eine Unternehmensanleihe, glaube ich nicht, dass es dann noch ein bisschen was mit der Diversifikation zu tun hat. Mhm. Und das sind im Endeffekt die wichtigsten Faktoren, die eine Anleihe ausmachen. Aber es gibt auch so eine regulatorische Sicht dann, oder? Ich glaube, also wenn du Anleihen oder grundsätzlich Finanzprodukte an Privatanleger rausgibst, ist das doch eine andere Regulatorik als an institutionelle, oder? Ja, es ist ein bisschen anders, aber im Endeffekt nimmt sich das nichts. Okay. Sprechen wir vielleicht jetzt mal über das Thema Unternehmensanleihen. Wir haben es jetzt gerade so angerissen. Inwiefern unterscheiden die sich denn von Staatsanleihen? Was ist denn da anders?
Unternehmensanleihen sind von der Grundidee quasi, es ist ein Kredit, ein Unternehmen will Geld aufnehmen, ist es das Gleiche. Die Verwendung ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes, weil Staaten nehmen das im Endeffekt auf, um beispielsweise Programme für Arbeit und Soziales, für Gesundheit, für Bildung oder eben einfach für Infrastruktur, also für Verkehrsprojekte zu verwenden. Und bei Unternehmen wird es sehr, sehr oft verwendet, das Geld, beispielsweise wenn auch Projekte, ja, also klingt ein bisschen ähnlich, also wenn es um Projekte geht, sei es ein Unternehmensumbau oder eben auch eine Übernahme. Mhm. Also heißt Bayer zum Beispiel, die hatten im Rahmen Kauf Monsanto haben die sehr, sehr viele Anleihen begeben oder Anleihen mit sehr, sehr großen Beträgen oder eben auch in der Konsumgüterindustrie haben wir das immer wieder gesehen. Zuletzt war eigentlich ein recht prominentes Beispiel aus Deutschland, war Infineon. Mhm. Die haben ein Unternehmen aus den USA übernommen und haben in dem Rahmen mehrere Anleiheemissionen getätigt im Euro-Bereich über verschiedene Laufzeiten hinweg. Aber wir sehen das auch immer wieder bei Automobilherstellern aus Deutschland, sei es eine Daimler, eine BMW oder eben auch eine VW. Die sind manchmal in US-Dollar aktiv, mhm, weil sie eben auch Aktivitäten in den USA haben. Und mit diesem Geld finanzieren sie dann lokale Projekte oder sei es eben auch einfach, sie müssen ja Refinanzierung von Bankkrediten, die sie vielleicht aktuell haben, wo sie einfach aktuell keine Refinanzierung bekommen, haben sie da die Möglichkeit. Interessant. Und diesen Anleihenmarkt hat man eigentlich viel weniger auf dem Schirm, ne? Also wenn man jetzt so denkt, ich investiere jetzt in Daimler, denkt man ja eigentlich direkt an die Aktie und deutlich weniger an die Anleihe. Mhm. Wobei die Anleihe ja in einer gewissen Weise sicherer ist, weil wenn das Unternehmen pleite gehen sollte, werden ja die Anleihehalter zuerst bedient. Pauschal gesagt, ja, das kann man mal ein bisschen mit Ja beantworten, aber es gibt natürlich sehr, sehr Wichtiges bei so einem Anleiheprozess. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, es ist institutionalisiert ein bisschen und es gibt einen Wertpapierprospekt und der ist aber sehr, sehr dick. Er erinnert manchmal so ein bisschen an einen Gesetzestext, weil da ist wirklich alles schön runtergeschrieben und es gibt eben auch immer wieder die Problematik, dass wir hatten beispielsweise ein prominentes Beispiel ist Staatsanleihen aus Argentinien, die eben im Jahr 2000 gesagt haben oder auch danach, wir bezahlen unsere Schulden, unsere Anleihen nicht zurück. Und diese Anleihen haben sie eben nach internationalem Recht beziehungsweise nach US-Recht in New York begeben. Und findige Investoren haben diese Anleihen aufgekauft und sagen dann hier nach US-Recht beziehungsweise, Entschuldigung, nochmal nach New York-Recht, New Yorker-Recht, ist es nicht legitim und haben den Staat vors Gericht gezogen. Und mittlerweile ist es so gang und gäbe, dass man sagt, das Recht, man legt ein sehr starkes Augenmerk darauf, dass eben nicht hier nach einheimischem Recht was gemacht wird und man kann es im Endeffekt hindrehen. Aber mit Blick bei uns hier auf Europa oder in Deutschland ist es im Endeffekt so, es ist in der Regel immer alles nach deutschem Recht beginnt oder auch dann natürlich in gewisser Weise ist compliant mit europäischem Recht und darin sind verschiedene Chancen und Risiken beschrieben. Es ist auch in gewisser Weise Bezug darauf genommen für das Projekt, für was das Geld verwendet werden soll oder eben auch es werden Risiken beschrieben, die sich aktuell in der Bilanz befinden oder eben auch sonstige Auswirkungen. Also ein bisschen sowas wie man einen Geschäftsbericht auch lesen kann. Und dieser Prozess geht relativ schnell, eine Emission. Also das kann manchmal passieren, dass dann am Vorabend ein kurzer Call aufgesetzt wird und gesagt wird, hier klopft doch schon mal ein bisschen bei den Investoren an und sagt mal hier, was haltet ihr davon, wenn beispielsweise eine Nestle oder eine Daimler morgen ein Bond emittieren will im 10-Jahres-Bereich, was wäre denn so? Wie viel würdet ihr nehmen? Wie viel? Mhm. Ja, zuerst mal das ein bisschen weniger, sondern einfach, was wäre denn für euch so ein Pricing, wo ihr aktuell, okay, auf welchem Zins oder auf welcher Zinshöhe ihr aktuell eine Daimler kaufen würdet? Und dann weiß der Emittent schon ein bisschen in Kooperation mit den Emissionsbanken, die dann ein Unternehmen begleiten, schon so ein bisschen, okay, was können wir machen? Und dann wird am Morgen. Was gibt der Markt her? Korrekt. Und dann wird am Morgen manchmal relativ spontan entschieden, okay, die Vorgaben sind gut. Die Vorgaben aus Asien waren jetzt nicht schlimm. Sie waren im Endeffekt, können wir einfach mal sagen, okay, sie waren neutral oder sie waren einfach gut. Also es ist ein ruhiges Marktumfeld. Es ist mit keinen Störungen zu rechnen. Also die Investoren sind jetzt nicht darauf gepolt, hier, wir machen mit an der Anleihe und am Nachmittag, wenn dann alles durch ist, würden sie es wieder verkaufen. Das weiß man natürlich nie, was dann noch passiert. Aber im Endeffekt geht dieser Prozess dann relativ schnell, dass man sagen kann, innerhalb von 5 Stunden ist dieser Prozess im Endeffekt durch. Die Investoren, die verschiedensten Investoren können ihr Interesse bekunden und die Emissionsbanken
begleiten einen Emittenten. Das sind in der Regel große Investmentbanken, einerseits aus Europa, aus den USA oder eben auch aus anderen Regionen der Welt. Das ist ein DCM, Debt Capital Market. Das Korrekt. Soll ich mal behalten. Ja, sehr gut. Okay. Na, noch eine kurze Frage. Du hast eben angesprochen, also grundsätzlich jetzt auf einem Unternehmenslevel betrachtet, ne? Also eine Aktie versus eine Anleihe, ist die Anleihe, kann man sagen, erstmal sicherer, oder? Ja, das ist so. Es gibt aber, wenn du jetzt zum Beispiel global schaust, gibt es Staatsanleihen die oder Unternehmensanleihen, die sicherer sind als andere Staatsanleihen. Wie zum Beispiel, wie du als Beispiel gebracht hast mit Argentinien. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, die Nestle-Anleihe, über die wir eben gesprochen haben, vergleichen würde mit einem venezuelanischen Bond, ja, dann stimmt diese Aussage vermutlich nicht mehr. Ja, ich weiß nicht, aber man muss halt immer im selben Kontext bleiben. Natürlich, man muss einerseits im selben Kontext bleiben und das Schwierige ist natürlich, wie ist das immer ausgestaltet in diesen Prospekten? Banken zum Beispiel haben hier verschiedene Instrumente. Da geht es einerseits um die Kapitalbedingungen, die vom Regulator den Banken auferlegt werden, damit eben gewisse Kapitalkennziffern erreicht werden und sie können eben dieses Kapital dafür dann verwenden bzw. anrechnen lassen, in ihre Summe mit hineinrechnen. Da ist dann das Risiko natürlich auch ein bisschen höher, ja. Also der Coupon oder der Zinssatz ist dann auch höher. Aber im Endeffekt kann man so von der Kapitalstruktur denken, ja, Anleihen stehen immer eins noch vor dem Aktionär. Es gibt natürlich auch, ich hatte jetzt gerade kurz die Anleihen von Banken angesprochen, die sich im sogenannten nachrangigen Bereich befinden. Da sprechen wir von Tier-1-Anleihen oder Tier-2-Anleihen und oder Additional Tier-1-Anleihen, die ähnlich sich auf dem Niveau von Aktien befinden. Ja. Ah ja, okay. Also im Falle einer Insolvenz ist man dann relativ... Also was die Bedienung angeht dann. Genau, ist man relativ ähnlich. Ich hoffe, euch hat der erste Interviewteil mit Philipp gefallen. In weiteren Teilen sprechen wir über das Thema High-Yield-Anleihen. Das bedeutet Anleihen mit einer besonders hohen Rendite bzw. einem besonders hohen Zinssatz und entsprechend dann auch Unternehmen, die dahinter stecken, mit einem besonders erhöhten Risiko. Wir haben zum Beispiel über die Wirecard-Anleihe gesprochen. Außerdem sprechen wir auch über das Thema Green Bonds, das heißt grüne Unternehmens- oder Staatsanleihen, die dienen dann zur Finanzierung von besonders nachhaltigen Projekten. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video.